Herr Vorsitzender, meine Herren Berufs- und Laienrichter, meine Herren Staatsanwälte und Rechtsanwälte. Gestatten Sie mir eine einleitende Bemerkung über meine Beherrschung der deutschen Sprache. Ich habe als holländischer Jude die deutsche Sprache vor allem gelernt in deutschen KZs. Dort war es bekanntlich lebensnotwendig, jeden Befehl, das von der SS kam, sofort zu verstehen. Demgegenüber ist meine Fähigkeit, mich selber in der deutschen Sprache auszudrücken, etwas geringer entwickelt. Die nun folgenden Ausführungen meines Plädoyers habe ich auf Holländisch abgefasst. Sie wurden dann von einem Übersetzer in Deutsch übertragen. Damit nun keinerlei sprachliche Nuancen verloren gehen, mögen Sie mir nachsehen, wenn ich das Plädoyer jetzt ablese. Ja, zum ersten Mal, wenn ich in Gericht war, ich war zuschauer, und dann kam einmal ein alter Mann, kam hinein in das Gericht mit einer dicken Brille und mit einem Stock, und er strumpelte dus nach seinem Platz. Und ich dachte, oh je, das ist der Frenzel, der Henker von Sobibor. Und ich dachte, ja, ich muss diesen Mann hassen. Das kann nicht anders, maar ik moest die hassen. Er hat mij mitgeholfen, meine ganze Familie auszurotten. Maar dat ging niet. Ik sah nur mijn alter Opa. Nou ja, er had schon bald begriffen, dat is een Überlebende war, die aus Sobibor gekommen is. En hatte doch een beetje Angst für mich. En vor allem had er Angst. Als ich einmal Nebenkläger war und ich am Ende des Prozesses ein Plädoyer gehalten habe. Mein Freund, der saß am Tribune, wenn ich meine Urteil aussprach. Und es ist verboten, im Gericht zu filmen oder eine Kassette, damals war nur Kassette. Aber er hat seine Kassette, kleine Kassette, in eine Tasche gestoppt. Ich habe das zu Hause noch. Hat er mir gegeben. Ja, das gehört zu mir. Zu meiner Rolle als Nebenkläger. Nach § 395 Absatz 2, Tipp 1 der Strafprozessordnung hat auch den nahe Angehörigen eines durch Gewaltverbrechen ums Leben gekommenen das Recht auf Erhebung der Nebenklage. Das Gericht hat mich als Nebenkläger dementsprechend zugelassen, und zwar mit Beschluss vom 6. September 1983. Job Wolfing weist in seinem Aufsatz die rechtliche Stellung des Nebenklägers im deutschen Strafverfahren dem Nebenkläger die Aufgabe zu, den Gang eines Verfahrens als direkt Geschädigter zu kontrollieren. Die Sichtweise des Nebenklägers weist daher von der Sicht der staatlichen Anklägers unter Umständen wesentlich ab. Während der Staatsanwalt auf das Gesetz der Objektivität verpflichtet ist, hat der Nebenkläger das ausdrückliche Recht zur Subjektivität. Das Plädoyer eines Überlebenden der Endlösung kann nicht anders als subjektiv ausfallen. Diese Subjektivität des unmittelbaren Geschädigten soll dem Gericht helfen, die zu beurteilende Vorgänge tiefer zu verstehen. Es erscheint mir völlig unangemessen, innerhalb des Normalbetriebes eines Vernichtungswagens in erster Linie nach den Exzesstätern und ihre Exzesstaten zu fragen. Nicht die Befriedigung der privaten Mordlust ist der Exzess. Der Exzess ist das Vernichtungslager als Ganzes. Der Exzess ist bereits die Mitwirkung jedes einzelnen Tötungsverhaltens. Es ist ein Unding,
nachtzeglich die disziplinierte, maschinell ablaufende Massenvernichtung der Juden als das geringere Übel gegenüber der sadistischen Einzeltötung anzusehen. Der seelenlose Roboter, abgestumpft in seinem sturen Gehorsam, ohne persönliches Interesse am Holocaust, aber ihn mit höchster Präzision forcierend, ein solcher Fließbandarbeiter des Todes darf im Strafmaß nicht geringer davon kommen, als der perverse Killer mit seinen individuellen Einzelmorden. Ich werde mich darauf beschränken, zu der Anklage der allgemeinen Teilnahme Kerkfensters an dem Mordgeschehen Ausführungen zu machen. 23 Monate in 8 verschiedenen Kampfs sowie in den beiden Vernichtungslagern Sobibor und Auschwitz-Birkenau vermitteln wir wahrlich ausreichende Erfahrungen mit Lagerführern, Spießen, Arbeitsführern und aller Art. Ich weiß aus eigenem Erleben, was deren Aufgaben waren und wie sie sich im täglichen Dienst ausführten. Ich bin Jules Schelvis. Das ist in Holländisch gesprochen. In Deutsch ist dat etwas anders. Man sagt Schelvis, aber das finde ich auch gut. Ich bin geboren in Amsterdam am 7. Januar 1921 in das sogenannte Judenviertel. Damit muss man denken, nicht an ein Ghetto, aber das war eine Umgebung, wo viele Juden woonten. Ich bin geboren da auf der Straße, die hieß Rapenburg. Da habe ich 4 Jahre gewoond mit meinen Eltern und meiner Schwester. Meine Schwester war geboren 16 Monate, bevor ich geboren wurde. Die meisten Häuser haben 2 Familien gewoond. Die eine Familie hinter, das war die Familie de Vries von Leo. Und wir haben an der Vorderseite gewohnt und da mit diesen 3 Fenstern. Wohnt du hier? Oh, ich bin namelijk hier geboren. Echt waar? Ja. De eerste verdieping? Ja, de eerste verdieping. Ongelooflijk. Ja. Hier geboren op de eerste verdieping? Ja, ik zal me even voorstellen, Jules Schelvis. Hallo, ik ben Paul. Hier geboren. Johanna Wissers. Aan deze kant woont Herman Schuurink nu. Hè? Ja. Nee, bij ons mag je sowieso kijken hoor. Ja, dat mag, nou, kom maar. Nou. Mag hij filmen? Ja, natuurlijk. Ja, kan zo. Ik ben niet van de geheimnis. Goedemiddag, meneer. Ja, ik hoor net dat u vroeger... Ja, ik ben hier geboren. Geboren? In dit huis. Is het nog net zo? Ja. Nou weet ik niet of dit nou de gang was of dat een nee, gang dat was. Nee, dat is een soort alkoof is dat. Oh, dat is de alkoof, ja. Ja. En dat was... Ja, daar heb ik dus geslapen in de alkoof. Echt waar? Ja, ja met mijn zuster. Ja, bij ons ook. Nee, het is gewoon... Dat heb ik een beetje als rommel. Ja, ja. Ja. Want... ik ben alleen, dus ik heb onderhuurder, het is hij, hij woont hierachter. Ja, ja. En ik heb hier genoeg aan. Ik heb hier alles wat ik nodig heb. Ja, en dat is nog gewoon origineel ja, natuurlijk, hè? Ja, daar wil ik ook niks van doen. Nee. Dan zegt hij, moet de bijt op weg. Ja. Nee, hou we zo. Ja. Het wordt een beetje kaal hier en daar, waar je niet veel zit. Want ik zei dus, toen we buiten waren, die stangen daar voor die ramen, die waren oorspronkelijk toen ik dus geboren werd. Ja. Want ik zie nog zo dat mijn moeder... als ik op straat speelde als jongetje van 4 jaar, dat ze zo over die stang heen boog en ze zeggen, Sjultje, kom boven, want we moeten eten. Het rechterraam, die is er niet. Ja. Nou, ik vind het fijn dat u me even hebt laten zien. Ja, nee, dank u zeer. Ja, goed. U ook bedankt. Ja, succes. Ja, mijn kleinkinderen die wonen op Uilenstede. Oh ja. Ja. Nou, tot ziens. Ja.
Zo. Alles onerwartet. Ja. Oh, schön. Na 4 jaren sind wir umgezogen, weil mein Vater war Diamantarbeiter und es ging schlecht einige Zeit und dann ging es wieder gut. Und wenn es nach 4 Jahren gut ging, sind wir umgezogen nach ein anderer Teil von Amsterdam, wo man unter besseren Umständen lebte. Also wir haben nicht lange da in Amsterdam-Süd gewohnt, gingen die Zeiten wurden schlechter und sind wir umgezogen nach Amsterdam-Ost. Also von Zentrum Amsterdam nach Süd und nach Ost. Und da habe ich meine Kindheit verbracht in Amsterdam-Ost. Da bin ich auch auf der Grundschule gegangen. Es waren 2 Schulen nebeneinander. Die linke Schule war für Mädchen. Und die Rechte für junge Männer, wie ich. Ja, nicht, dass meine Eltern das wollten, weil sie waren sehr liberal. Sie waren natürlich Juden, das muss man auch sagen. Aber sehr liberale Juden. Man kann sagen, meine Eltern waren humanistisch eingestellt. Und dasselbe habe ich auch mitbekommen in meinem Leben. Ich bin zwar Jude, aber ich fühle mich nur Jude. Ich ging niemals in der Synagoge. Und so bin ich auch von Amsterdam-Ost, wenn ich die Grundschule verlassen habe, bin ich in die Mittelschule gegangen. Hier war auch ein Judenviertel. Ja. Das ist hier Amsterdam-Ost. Es gibt Bilder, dass auf diesem Platz wurde auch die Juden zusammengetrieben. So, warum steigen wir hier aus? Weil hier habe ich Jahre von meiner Jugend verbracht. Nicht in Wels, das Teitelen, aber hier in dieser Straße, Ich denke so 80% Juden haben hier gewohnt. Mhm. Und das waren meistens ziemlich arme Juden. Aber ein Teil von dieser Straße, das war gerade dieser Teil, die waren etwas, nicht besser, aber etwas haben mehr Geld. Mhm. Und vom Amsterdam-Süd, wo wir nachher noch kommen, sind wir nach hier gezogen, weil die Mieten hier billiger waren. Die Zeiten, die gingen wie die Wellen, dann war es eine gute Zeit für die Diamantarbeiter und dann war es eine schlechte Zeit. Und mit dieser Welle zogen auch die viele Leute um. Weil die konden die Miete vom Haus nicht mehr bezahlen. Also wir kamen hier, ich war denk ich 5 oder 6 Jahre und sind wir nach hier umgezogen. Und ich habe da, da steht Nummer 99, mhm. Und da am 3. Stock, da habe ich gewohnt. Und ein Freund von mir, der hat auf die 1. Stock gewohnt, im Krieg. Ist er aus meinen Gedanken gewesen, haben nicht mehr gesehen auch. Und das hat lange, lange, lange Jahre gedauert. Mit einer Reise vom Aussichtskomitee war ich in Auschwitz und auch in Sobibor und die andere Lager. Und auf einmal dachte ich, ich kenne diesen Mann doch. Und wir guckten nach einem anderen. Und er dachte so ungefähr das Gleiche. Wer ist der Mann? Und dann habe ich ihn eingeladen, komm, wir setzen uns an einen Tisch und wir sprechen miteinander. Und ich denke, dann kommt es heraus, von wo kenne ich diesen Mann? Und dann kam es zur Sprache, wo hast du gewohnt vor dem Krieg? Dann sagte er, ja, in der Retiefstraat.
En dan, op dit moment, heb ik zijn gezicht gezien. Dat was voor 20 jaar. En ik zag zijn gezicht van een ziemlich alte man zo langzaam in een jugendliche änderen. En dan sagte ik: Du hast auf Nummer 99 gewoond. Sagte, wie weißt du das? Ich sage, ich kenne dich. Du heißt Japi Bronkhorst. Ja, sagt er, das bin ich. Ja, und dann sagte er, und du bist Schultje vom dritten Stock. Ich war auf die Transvaal-Schule. Das war nur eine Schule für Jungs. Und angebaut, oder es war ein Komplex, war an die linke Seite eine Schule für Mädchen. Und meine Schwester ging zur linken Seite in die Oranje Vrijstaatsschule und ich an die rechte Seite in die Transvaalschule. In der Schulklasse waren wir wieder gemischt mit jüdischen und nicht-jüdischen Leuten. Ich habe auch ein Bild von dieser Klasse, ja, und ich habe gezählt damals, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sagt man, 60% war jüdisch. Und andere 40% nicht hier. Und auf diesem Platz haben wir jeden Tag Fußball gespielt. Das war verboten, weil die Ball die ging oftmals durch die Gläser. Und dann kam ein Polizist, der hat seine Nummer, ich weiß noch, was sein Nummer ist, 272, auf ein Fahrrad. Und dann stand einer ein bisschen dieser Seite, er kam meistens von dieser Seite. Und dann hat er gesagt, er kommt. Und dann musste ich schnell die Ball nehmen und uns auseinander treiben. Und dann, wenn er weg war, fängt es wieder an. Man hat damals kein Handys, um zu warnen an die Polizisten. Und da gibt es was an der Mauer für zu gedenken. Oh ja, und mein bester Freund Leo de Vries, die hat hier das zweite Haus oben im dritten Stock gewohnt mit seinen Eltern und Brüdern. Also, wir waren so nah, wir haben oft gespielt miteinander. Das ist in der Form einer Davidsstern. Ja, hier war im Juni 1943 war der größte Razzia in Amsterdam, auch in den Niederlanden. In diesem Viertel? In diesem Viertel zusammen. Ein Teil war hier, ein großes Teil, und ein anderes Teil in Amsterdam Süd. Und das waren die letzten Juden, kann man sagen. Da waren keine Juden mehr. Und so ist es bis heute. Es gibt in diesem Viertel. Ja. Wer weiß das alles? Die Menschen, die hier wohnen, überhaupt nicht. Du siehst das bestimmt ganz anders, als wir das sehen, mit anderen Augen. Das ist die Arbeiterjugendzentrale. Das ist ein bisschen ähnlich, was in den 30er Jahren auch in Deutschland man hatte. Das waren Rote Falken. Und die Namen auch in Niederländisch
war Rode Falken, das ist ganz ähnlich. Und da habe ich meine spätere Frau gefunden in dieser Organisation. Und es war am 10. Mai 1940, als die deutsche Armee mit Gewalt, kann man sagen, unseres Land eroberte, dass wir gerade in dieser Zeit, weil wir uns oftmals gesehen hatten mit einer bestimmten Familie, die Familie hieß Borsikowski, und wir hörten bei dieser Familie die Nachrichten, dass am 14. Mai dieser Monat Holland kapituliert hat. Und eben in diesen Tagen habe ich mich verliebt in die jüngste Tochter dieser Familie. Und sie hieß Rachel. Und ja, wir waren sehr verliebt ineinander, kann man sagen. Also die Familie Borsikowski, die hat mich aufgenommen als ein Schwiegersohn. Ich war noch nicht verheiratet. Aber die Mutter und Vater waren so locker, dass ich mich ganz schnell zu Hause fand. Und so sind wir den Krieg hineingegangen am Mai 1940. Daar hebben die SD gewoond, ja. Met die Ordnungspolizisten. Een Schauspielhaus voor den Krieg. En im Krieg wurden hier die Juden, dat was een Sammelplatz voor Juden, in dieses Schauburg. Dit is de Anna Frankstraße, zo'n kleine straat. Und dann war ich verheiratet und dann wohnten wir, das heißt Rachel und ich, in das Judenviertel. Das ist das Haus, wo ich gewohnt habe, hier. Hier wohnten die Großeltern und wir haben zwei Zimmer. Und hier war ein auf Nummer 6 ein ganz kleines Geschäft. Ein Mann, der hat kleine Dings verkauft, Lebensmittel, so in dieses kleine Haus. Die Familie Katz. Ja, und die sind alle auf einen Abend vom Haus geholt und weggeschafft. Nach Sobibor. Ja, und hier, das war hier früher eine Musikschule. Da bin ich ein Jahr gewesen, habe Theorie studiert. Aber dann war es weiter verboten für Juden. Und konnte ich nicht weiter. Das war schon in 1943, dass das Teil von Amsterdam, das hieß in der Zwischenzeit Judenviertel. Das war nicht umzäunt. Man konnte hineingehen und wieder hinausgehen. Für Juden, auch für Nichtjuden. Aber es kam ein Moment am 26. Mai, dass die ganze Umgebung abgeriegelt war. Wir haben auf Nummer 103 gewohnt. Also das ist die nächste, da irgendwo, aber man kann überhaupt nichts mehr sehen von den Wohnungen. Ja. Das war nachdem ihr
bei den Großeltern gewohnt habt. Ja, ja. Wir konnten von Fenster auf sehen, das siehst du da auch, das ist eine Brücke in die Ferne. Mhm. Und da standen die Soldaten, weil die deutschen Soldaten, weil das war die ganze Umgebung war abgeriegelt. Dus keiner konnte hinein oder weg. Und dann hörten wir auf der Ferne, dass ein Lautsprecherwagen kam in unsere Umgebung und dann hörten wir ganz gut, hier spricht die deutsche Polizei, ihr wird aus den Häusern geholt, seid ruhig, ihr Gepäck muss bereit stehen, aber es sollte nicht etwas mit ihr geschehen. Sie müssen sich nur nach unten begeben und wir machen das weiter. Und mussten warten auf der Straße. Und es kamen immer mehr und mehr von alle anderen Häusern in der Umgebung Juden auf der Straße. Und wenn es einmal genug Juden waren, dann mussten wir marschieren nach ein Teil von Amsterdam, vielleicht 400-500 Meter. Und da wurden wir registriert in eine große Synagoge. Und langsam kamen hunderte und hunderte Juden aus allen Straßen von dieser Umgebung zusammen. Und wir wussten nicht, was weiter passieren sollte. Dann kamen gegen Abend, 5-6 Uhr, kamen Menge Straßenbahnen vorbei und wir mussten in die Straßenbahnen hineinkommen. Das hieß, vorher durften wir nicht, wegens aller Verboten, nicht in die Straßenbahnen. Und jetzt mussten wir in diese Straßenbahn. Wir wurden von die neue, wo wir gewohnt haben, über ein Platz, auch im Zentrum, mit der Straßenbahnen nach hier geführt, nach dem Polderweg. Das war ein großer Sammelplatz auch für Juden. Und die mussten von hier laufen nach das hier gelegene Poortstation, der Bahnhof. Aber man kann nicht durch. Nein. Oder ja? Nein, kann nicht. Nein. Nein, nur für Radfahren. Und da wurden wir in einen Personenzug gestoßen und die bracht uns am Abend nach das sogenannte Durchgangslager Westerbork. Das war das erste Lager von vielen anderen Lagern, wo ich im Krieg gewesen bin, mit meiner Familie. Das heißt, mit meinen Schwiegereltern, Rachel, ihre Schwester und die verloopte, sie war in de zwischentijd ook verheiratet met mijn zwager en nog een kleine zwager. Auf einmal kamen meer dan 3000 Juden uit Amsterdam hinein. En dat lager was beschränkt van omvang. En de lager moesten, die lagerleitung, moest ik zeggen, moesten zo snel wie mogelijk die Leute wieder wegschicken. En daarom zijn we in Westerbork nur 6 dagen geweest. Bis Dienstag, weil jede Woche ging auf Dienstag ein Zug mit Juden Richtung Osten. Und so kam der Tag am 1. Juni 1943, dass wir aufgefordert wurden in unsere Barack, auch anhand von Listen, dass unsere Namen genannt wurden und wir mussten uns bereithalten, um nach dem bereitstehende Zug zu gehen. Am 1. Juni 1943 wurden aus Westerbork in den Niederlanden 3006 Juden deportiert. Darunter waren meine damals 20-jährige Frau, wir waren gerade anderthalb Jahr verheiratet, ihre Geschwister und deren Ehepartner, meine Schwiegereltern und ich, damals 22 Jahre alt.
Am 4. Juni 1943 trafen wir in Sobibor ein und wurden, um in der Sprache der Endlöser zu reden, dort auswaggoniert. Wir wurden alle aus den Waggons gepeitscht und fortgetrieben zur Gepäckabgabe. Männer und Frauen wurden gleich voneinander getrennt. Es war das allerletzte Mal, dass ich meine Frau und ihre Verwandten gesehen habe. Wir wurden also rangiert bis in das Lager, 10 Waggonen, und mehr konnte die Rampen nicht umfassen, weil es war nicht lang genug. Aber später hat sich herausgestellt, dass, aber das ist alles nachher, dass die Kapazität der Gaskammer, wovon wir gar nichts wussten, nicht mehr als die Hälfte der Personen von diesem Wagen befassen konnte. Dann standen wir in Handumdrehen schnell auf diese Rampe und mussten marschieren nach ein Teil innerhalb des Lagers. Und Shell hat noch ihre Uhr bei sich, ein goldenen Uhr. Und in das Laufen sagte sie, was soll ich mit meiner Uhr tun? Was soll ich machen? Und ich habe dann gesagt, du musst das fallen lassen in eine Kuhle im Sand und schnell etwas darüber machen. Und dann später, wenn wir Zeit haben, dann können wir das vielleicht wieder ausgraben. An dieser Rampe von Sand und Erde sind wir ausgestiegen. Und hier haben wir meine Frau auch ihr Uhr versteckt. Und dann wurde uns befohlen, weiter zu laufen. Und wir sind so gelaufen bis hier, diese Baracken 29. Und das war eine Baracke zur Abgabe von alle Bagage, welche wir bei uns hatten. Das heißt, dass unsere Brotsäcke und Rucksäcke und alles andere, und das habe ich noch nicht erwähnt, ich hatte auch eine Gitarre bei mir. Weil ich dachte, wir kommen in ein Arbeitslager und am Abend vielleicht machen wir ein kleines Feuerchen und können etwas singen. Aber am Ende dieser Baracke, da stand ein anderer SS-Mann und der hat die Männer von die Frauen getrennt. Und das war so schnell gegangen, dass ich nicht gleich gesehen habe, dass Rachel nicht mehr neben mir ging. Also alle Frauen wurden getrennt und die haben wir in Sobibor nicht mehr gesehen. Ein lächerlicher Zufall rettete mein Leben. Es mag die Laune eines SS-Mannes gewesen sein. Vielleicht war es sogar die Angeklagte persönlich. Unmittelbar bevor wir uns zum Baden entkleiden sollten, wurde ich zu einer Gruppe selektiert, die Sobibor innerhalb der nächsten Stunde in Richtung des SS-Lagers wurde geschaffen. Der SS-Mann hatte uns versprochen, abends würden wir wieder mit unseren Familien vereinigt sein. Er hat verlogen. Wenige Stunden später in Dorohutscha erzählte man uns, eure Lieben seht ihr nie wieder. Das war die Wahrheit. Meine Frau, ihre Angehörige und fast 3000 Juden aus Holland waren in der Zwischenzeit von der SS vergast worden. Ich bin der einzige Überlebende des Arbeitskommandos von 81 Männern, das aus Sobibor herauskam. Ich bin auch der einzige Überlebende des ganzen riesigen Transportes von 3006 Juden aus Westerbork. In diesem Saal gibt es nur zwei Menschen, die aus eigener Anschauung und aus eigenem Erleben wissen, was sich bei der Ankunft eines Transportes in Sobibor wirklich abspielt. Der andere sitzt dort drüben. Er führte die Aufsicht über das Bahnhofskommando. Das Hohe Gericht wird mir sicherlich zustimmen, dass es einen großen Unterschied macht, ob man von den Vorgängen auf der Rampe
und auf dem Gang zum Ausscheideplatz nur vom Hören sagen, also aus zweiter Hand oder, so wie ich, aus eigenem persönlichen Erleben weiß. Das andere Lager, das war ein Torflager. Das hieß Dorohutscha. In das Lager waren ungefähr 500 Juden beschäftigt. Ungefähr die Hälfte von polnischen Juden und die andere mit niederländischen Juden. Und wir kamen natürlich auch in Berührung mit holländischen und polnischen Juden. Und vor allem die polnischen Juden wussten viel mehr, was in Polen geschah, als die niederländischen Juden. Sie wussten auch viel mehr von anderen Lagern. Und sie wussten schon, dass es Lager gab als Sobibor. Und sie fingen an, uns zu unterrichten, was in Sobibor wirklich geschah. Naja, ich brauche hier nicht mehr zu sagen, was da geschah, weil wir wissen schon alle, dass am Ende dieser Weg vom Ausziehen und Schuhe austun nach ein Teil des Lagers, das sogenannte Lager 3, die Gaskammern waren. Später, wenn ich in einen Prozess geraten bin, haben auch die SS-Männer, die dort gearbeitet haben in Sobibor, haben das ohne Zögern und ohne Zurückhaltendheit, haben sie pünktlich erklärt, wie das vonstatten gegangen ist. Also ich war weg von Sobibor und dann fängt eine Zeit von ungefähr 2 Jahren an, dass ich noch in vielen anderen Lagern arbeiten musste. Dann, ich war in das andere Lager, auch ein fremder Name, Unterrixingen. Keiner hat gehört von Unterrixingen. Und dann kamen die Amerikaner und die Franzosen und vielleicht andere Nationen kamen näher und näher. Ich spreche nur jetzt von März 1945. Und dann habe ich Schmerzen bekommen an meinen Fuß. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Und dann, so ungefähr März, wurde das Lager aufgehoben, weil die Alliierten kamen näher und näher. In dieser Zeit konnten nur die Leute, die krank waren, und ich war sogenannt krank, das war keine Simulation, ich war krank an dem Fuß, konnte nicht laufen. Und nur die Kranken, und das waren vielleicht 20, 30 Kranken, die waren in einer Barack oder Medizin oder was. Und einen Notruf mussten wir draußen machen. Und ich konnte nicht laufen, aber mein Freund Leo, die war nicht krank. Die war nur am Ende seines Lebens und das war nicht krank. Ja, und der hat man geschickt nach ein anderes Lager zwischen den Deutschen und den Amerikanern in, oder den, weiß ich nicht welche Nationalität. Und da musste er auch noch arbeiten, in seiner Zustand. Und dann kamen die Alliierten doch näher und näher und dann wurde das andere Lager, ich bin die Namen vergessen, es macht nichts aus, wurden evakuiert, Fußmarsch nach Dachau. Und in Anfang in der Marsch war er ganz in der Nähe von das Lager, wo er war, ist er gestorben. Ich bekam Fleckfieber und ja, ich legte mich nieder in eine andere Baracke. Und das war auf dem Zeitpunkt, dass die Franzosen näher kamen.
Und innerhalb ein paar Tage, dass ich Fleckfieber hatte, wurde das Lager befreit. Und das war das Ende meiner Odyssee. Ja. Und dann muss ich noch nach Hause kommen. Weil ich hatte Fleckfieber und wurde in das Vaihinger Hospital gebracht. Und da bin ich noch 2 Monate geblieben. Und ich habe gleich in Anfang, wenn ich wieder gut denken könnte, habe ich Papier und Bleistift gefragt und habe meine ganze Geschichte so gut und so detailliert wie möglich aufgeschrieben. Und das ist eigentlich die Basis für das Buch Eine Reise durch die Finsternis. Die Überlebenden von Sobibor. Wer könnte heute noch von Sobibor berichten, hat es dort nicht am 14. Oktober 1943 ein erfolgreicher Aufstand der sogenannten Arbeitsjuden stattgefunden. Dieser Ausbruch aus dem Vernichtungslager steht auf seiner Art einzigartig in der Geschichte dar. Sie ließen sich nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führen, sondern nahmen ihr Schicksal selber in die Hand. Mit höchstem Respekt nenne ich hier die Namen Alexander Petschewski und Leon Telkämper. Diese beiden Männer planten den Aufstand und organisierten den Ausbruch. Viele von denen, die aus Sobibor ausgebrochen waren, wurden wieder ergriffen und umgebracht. Aber es überlebten genügend Männer und Frauen, um die Wahrheit über Sobibor in die Welt hinaus zu schreien. Es ist das blijvende Verdienst dieser Menschen, dass es ihren Bemühungen zu danken ist, wenn solche SS-Mörder wie der Gasmeister Erich Bauer, Hubert Komerski und der hier Angeklagte überhaupt ergriffen werden konnten. Zahlreiche jüdische Zeugen sagten vor dem Hagener Gericht über ihre Erlebnisse in Sobibor aus. Sie taten es, weil sie es ihren ermordeten Familien schuldig waren, weil sie das Schicksal eines 4 Millionen ermordeten Juden einer vergessenen Welt zu mahnen und Gedächtnis rufen wollten. Die große Mehrheit dieser Zeugen hegten keine Hass oder Rachegefühle gegenüber den hier sitzenden Angeklagten. Was wir allein verlangen, das ist die Wahrheit, das ist die Gerechtigkeit. Ich möchte darauf verzichten, Aussagen der jüdischen Zeugen über den Angeklagten hier anzuführen. Stattdessen wollen wir uns im Gedächtnis rufen, wie der Angeklagte von seinen ehemaligen Mordkumpanen charakterisiert wurde. So sah es zum Beispiel Franz Wolf im Prozess 65 aus, nachzulesen in Urteil Seite 183. Frenzel habe im Kameradenkreis als Rabauke und als Grausam gekozen. Seine Stellung sei ihm zu Kopf gestiegen. Frenzel habe über Gedeih und Verderb der Häftlinge entscheiden können. Er habe harte Lagerjustiz geübt. Er habe bei geringstem Anlass Häftlinge verprügelt, an die Rampen, wo er sehr robust zugegangen sei, geschlagen. Und er habe Auspeitschungen angeordnet. Frenzel sei die Nummer 2 im Lager gewesen. Er habe im Lager 2 für die Erledigung von Strafen für Vergehen der jüdischen Häftlinge besorgt. Das heißt, er ließ die Todesstrafe nur erschießen oder erhängen vollziehen. Für Bollender, der sich aus Scham über seine Verbrechen nog voor dem Urteil in oktober 1966 erhängte, had über Frenzel unter anderem ausgesagt, ich zitiere wieder, um keinen Aufseher hätten die Juden einen solch ängstlichen Bogen gemacht wie um Frenzel. Frenzel habe im Lager vor Kraft nicht laufen können. Wir lernen aus diesen wenigen Ausführungen zweierlei. Erstens, der Angeklagte hat sich im Vernichtungslager furchterregend aufgeführt, sogar in den Augen ehemaliger Mordgesellen. Zweitens, der Angeklagte hat unbezweifelbar eine führende Position im Vernichtungslager eingenommen. Überflüssig zu erwähnen, dass der Angeklagte neben der Vernehmung der jüdischen Zeugen nicht ein persönliches Wort der Reue, des Bedauerns oder des menschlichen Mitgefühls fand.
Da ich vermute, dass keine Verteidigung eines NS-Verbrechers auf die Theorie des kleinen Rädchens verzichten wird, gestatten Sie mir bitte noch ein paar Sätze hierzu. Es wäre zu klären, hohes Gericht, ob der Angeklagte wirklich nur ein solch kleines Rädchen im allgemeinen Mordbetrieb Sobibor war. Allgemein gesprochen weiß jeder nur halbwegs gebildete Mensch Bescheid über die unsätzliche Funktion eines Rädchens in einem Uhrwerk oder in einem Getriebe. Ohne dieses besondere Rädchen funktioniert die Maschine nicht richtig. Sie läuft leer oder kommt gar zum Stillstand. Das große Rad treibt an. Das kleine Rad überträgt die Kraft mit größerer Geschwindigkeit, die jeder Radfahrer weiß. Es ist für einen ehemaligen jüdischen KZ-Häftling wie mich ein schlechter Witze, einen Spieß oder sonstigen Feldwebelgrad, der Tag für Tag mit uns Sklavenarbeitern zu tun hatte, nur als Gehilfe bei Verbrechen einzustufen. Sie waren, neben den übergeordneten, aber fast immer unsichtbaren Offizieren, jene für uns allmächtigen Herrgötter, die über unser Leben verfügen konnten, von denen wir Tag und Nacht bedroht waren, von deren gute Laune unsere Existenz abhing oder der Tod unserer Kameraden. Komme mir niemand mit der Beschönigung eines Tatgehilfen. Es waren diese Lagerführer, Spieße und so weiter, die eigenhändig und auch ohne ausdrücklichen Befehl Verbrechen begingen. Sie waren, wenn Verbrechen begangen wurden, die Täter oder Mittäter. Es waren immer diese kleine Rädchen, diese SS-Oberscharführer, die uns durch Gesicht peitschten, die uns zu Krüppeln schlugen, Menschen umbrachten nach Lust und Laune. Glauben Sie, ein SS-Mann musste erst einen Offizier um Erlaubnis fragen, wenn sie einen Juden tötete? Das Gericht sollte wissen, es waren gerade diese kleine Rädchen, die Millionen zermalmten. Ist es ein Entschuldigungsgrund, dass es so viele dieser Rädchen gab? Nein, und tausendmal nein. Er kommandierte am Bahnhof die ihm untergegebenen SS-Mitglieder der kriminellen Vereinigung und trieb alle zu höchster Eile an. Schneller! Das war sein ewiges Brüllen. So sagten alle Überlebenden und sogar die ehemaligen Mordgenossen über ihn aus. Er setzte auf das Brutalste die Peitsche ein. Er geleitete Gruppen von Juden sogar höchstpersönlich bis zur Gaskammer, dabei mit Allehopp, Peitsche und Pistole die Juden vorantreibend. Dem offiziellen Lagerspieß Wagner unterstanden als Lagerführer 1 diese Angeklagte und als Lagerführer 3 Kurt Bolender bzw. dessen Nachfolger. War Wagner im Urlaub, dann war Frenzel der allein verantwortliche Spieß für den gesamten Lagerbetrieb. Und so unterstand ihm auch zweifellos während dieser Zeit jener fürchterlichste aller Orte, das Lager 3 mit den 6 Gaskammern, den Erschießungsgruben und Verbrennungsrosten. Dieser Mann soll ein bloßer Mordgehilfe sein? Er war nicht das kleine Rädchen, das er jetzt gerne wäre. Dieser Mann war das Schwungrad Sobibors, in vieler Hinsicht sogar
der Motor, Sobibors. Strafantrag. Ich habe das Recht, als Nebenkläger einen Strafantrag zu stellen. Das Gericht wird über die Exzesstaten sein Urteil sprechen. Aus den genannten Gründen konnte ich dazu keine Stellung nehmen. Im Falle 13 der allgemeinen Beteiligung stellt sich der vom Angeklagten Frenzel geleistete Tatbeitrag als Mittäterschaft zum Mord in mindestens 150.000 Fällen dar. Der Paragraf 211 des Strafgesetzbuches sieht hierfür die lebenslängliche Freiheitsstrafe vor, die ich hiermit beantrage. Ich danke Ihnen. Er ist wieder zum lebenslänglich verurteilt. Ohne im Knast zu kommen, weil, ja, das ist auch das deutsche Recht. Er konnte kein, das hat einen Namen, keine Wiederholung mehr tun. Ja, natürlich nicht. Es gab kein Lager mehr, es gab kein SS mehr. Er ist zu alt, er ist krank. Er hat schon 16 Jahre vorher gesessen im Knast, in das vorige Prozess. Und er ist vor, das wissen wir jetzt, vor wenige Jahre hier im Altertum von, ich glaube, 92 Jahre ist er gestorben. Und ich glaube, mit ihm der letzte SS-Mann. Het Oud-Zuid is duur, hè? Daar is de Henriette Ronnerstraat. Daar hebben we gewoond. Hier op nummer 2, tweede stop, hebben we gewoond. Ik ben omgezogen in 1941. Wenn ich in die Manegestraat kam. Ja. Und meine Eltern sind von hier aus, mussten sie nach Westerbork. Ja. Ja. Und am ersten Stock bin ich nach einigen Wochen, wenn ich wieder in Amsterdam kam, zu den Nachbarn gegangen. Und ich hab angeklingelt und ich bin nach oben gegangen, freundlich wieder begrüßt, sie und ich. Und nach einiger Zeit hat sie, ich glaube, ich habe das schon erzählt, hat sie gefragt, wie geht es mit deiner Mutter und deiner Schwester? Und dann dachte ich, meine Mutter und meine Schwester, die sind doch auch, ja, ich weiß es nicht, weil ich war nicht mehr da in Holland, aber die sind doch auch deportiert worden. Und dann sagt sie, ja, sie sind deportiert worden in September 1943. Aber sie haben beide den Krieg überlebt. Ja, ja. Ja, das war eine. Das ist neu. Ja, ein Schock kann man nicht sagen. Aber das war ganz aufregend. Mhm. Und sie wussten die Adresse von meiner Mutter in Göteborg. Und dann habe ich ein Telegramm geschickt. Ich habe das Telegramm noch zu Hause, habe ich bewahrt. Und dann, ja, sie waren ganz froh, haben mir gleich zurückgeschrieben. Und dann sind sie so schnell wie möglich nach Amsterdam geflogen und haben wir uns vereinigt. Ja. Wieder getroffen, ja.
nadat ik alzo de mij opgelegde taak heb volbracht, mag ik de eerste zijn die u als dokter van de Universiteit van Amsterdam begroet en u met de vertegenwoordigheid gelukwenst.